Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück beim großen WrestleMania 33 WWE 2K17 Orakel. Wir machen weiter mit dem zweiten Frauenmatch des Abends. Es ist der Fatal 4-Way der Raw-Damen zwischen Champion Bayley, Sasha Banks, Charlotte Flair und Nia Jax. Eigentlich glaube ich nicht, dass Bayley den Titel verteidigen wird bei WrestleMania. Ich kann mir eher vorstellen, dass Charlotte hier wieder einen großen Moment bekommt, dass sie sich bei WrestleMania ihren Titel zurückholt, obwohl sie eine lange Titelregentschaft hatte. Aber ich nehme einfach trotzdem mal Bayley, weil der Titelrun von ihr war jetzt zwar nicht so der Knaller, die Matches haben auch stark nachgelassen, wenn man das mit den NXT-Matches von ihr vergleicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die WWE vielleicht doch nochmal ihr eine Chance gibt, was Cooles rauszuhauen, kann mir sogar vorstellen, dass das Match bei WrestleMania ganz interessant wird. Naja, Jax, naja, hätte man ruhig rauslassen können, vielleicht wird sie auch Champion, das kann natürlich auch sein, wäre auf jeden Fall sehr glaubwürdig. Wenn man so ihre Statur sieht, aber genug der vielen Worte. Wir legen einfach mal los. Halt, Moment, habe ich ausgewählt? Ja, Women's Championship Match. Don't move. We have a great match coming up next. I'm sitting perfectly still. We have one of our breakout talents against three of WWE's toughest competitors. We've been waiting on this one. Jo, und da sind wir. Zurück. Und als erstes kommt Nia Jax. Wo ich auch ohne respektlos klingen zu wollen, aber ich bin der Meinung, wenn die nichts mit The Rock in Sachen Verwandtschaft zu tun hätte, wäre die niemals in der WWE. This is undoubtedly a career-defining moment for the challenger. The opportunity of a lifetime here for the challenger. Aber ich verstehe eigentlich gar nicht, was die in diese, keine Ahnung. Also wenn die nicht Champion wird, macht es eigentlich für mich gar keinen Sinn, dass die noch in das Match hinzugebucht wurde. Weil somit vermeidet man meiner Meinung nach, dass das ein 4 bis 4,5 Sterne Match werden kann. Und so, die kann doch eigentlich nur durch das Match durchgeschleppt werden. Die wird, was auch eine Möglichkeit ist, die macht die Drecksarbeit und Charlotte staubt dann ab. So, und da ist Sascha, the Boss. From Boston, Massachusetts, Sasha Banks. If you're just tuning in, ja, sind wir mal gespannt. Also sie glaube ich nicht, dass sie Champion wird. Sie wird da erstmal rausgehalten. Kann man natürlich auch vorstellen, dass es jetzt nach WrestleMania, also dass die beiden, also Bayley und Sasha, die allerbesten Freundinnen, dass sie sich ein bisschen in die Wolle kriegen und dass dann auch die Fehde zwischen beiden ins Rollen kommt. The Boss. Cousine von Snoop Dogg. So, da müsste jetzt die Charlotte kommen. Ich finde ja so diese Haarfarbe von Sasha, die kannst du eigentlich nur tragen, wenn du ein Promi bist. Weiß ich nicht, klingt vielleicht doof, aber ich habe da so ein bisschen so diese Einstellung. Wenn du nämlich jetzt, keine Ahnung, oder du bist Friseuse oder Make-up-Artist oder so. Aber weiß ich nicht, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Chef super glücklich damit ist, wenn er hier als Büroangestellte oder so eine mit der Haarfarbe hat, die auch das Unternehmen repräsentieren möchte. Oder soll er? Warum hat die eigentlich nicht ihren Mantel an? Was ist das? Na gut, kann ich nicht alles haben. So, und jetzt müsste die Bayley kommen. Mit einem meiner Lieblings-Walk-Ins. Jetzt einfach mal Walk-In, Entrance, wie auch immer. Das Lied ist so geil, dass einfach gleich diese Figuren, die so hoch gehen. Total cool. Ja!
Bailey habe ich ja, glaube ich, schon mal bei irgendeinem Orakel gespielt. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Hab's auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefeiert. Da hatte ich, glaube ich, sogar noch gesagt damals, dass ich es cool finde. Es müsste eigentlich bei meinem ersten Orakel gewesen sein. Wo ich dann meinte, hier ist ganz cool, auch mal so welche zu spielen. Die man sonst nicht spielt. Müssen sie ja übrigens hier zusammenreißen. Normalerweise bin ich ja immer so. Fatal 4-Way, No Disqualification, ab, raus, Stuhl herholen. Das kann ich mit Bailey ja nicht, das ist ja unglaubwürdig. Erstmal das Titelchen hier. So. Ja, lassen wir einfach mal den Teil weg. Zeigen wir nur den Gürtel. Die Naya. Die Sascha. Die Charlotte. Und die Bailey. Sudele, wen attackieren wir mal zuerst? Hier, die da. Ey, nein, das macht doch keinen Sinn. Ey, die Sascha attackiert mich schon. Oh, da ist schon doch Beef, bevor es hier überhaupt losgeht. Noch gar nichts passiert. Die Sascha attackiert mich einfach. Da ist die Fehde. Da ist die Fehde. Das macht voll überhaupt keinen Sinn. Die Faces kloppen sich hier. Und die Heels. Ey, ich werde da voll von Sascha hier kaputt gemacht. Ja, jetzt aber hier. So nicht, Fräulein. So nicht. Oh, retten wir mal die Charlotte. Hui! Alter, was für ein Dropkick von oben. So, jetzt haben wir wirklich mal ein bisschen die Rollen getauscht. Das Face gegen Face und ach Quatsch. Face gegen Heel. Aber was will die Sascha denn schon? Die legt sich gerade mit allen hier an. Das ist irgendwie des Wahnsinns. Jawohl. Ja, jetzt wird so langsam hier jeder mal attackiert. Alter, jo, jetzt kommt die Double Team Action hier. Was für Schellen. Ja. Nein, naja, Jax hier. The Power of Love. Jawohl. Hurakan Rana. Alter, Sascha. Wird sie den Pin gegen mich? Was haben wir denn? 89%? Ja, die Charlotte hier. Hey, ich werde auch so rausgekommen, Mann. Hallo, warum sind wir jetzt alle gegen mich? Sascha, das ist aber nicht sehr lieb von dir. Das ist nur für eine Freundin, ey. Ich habe dir Schminktipps früher gegeben. Jetzt attackierst du mich hier einfach. Ey! Toll, jetzt habe ich nicht mal mehr ein Signature. Mann. Dauernd zu früh hier, was ist das? Ich habe überhaupt keine Chance gerade. Jawohl, hin und her. So, machen wir einfach mal hier. Bisschen Bailey Action. Bailey to Bailey. Und ist es das? Ist es das? Nee, Sascha kommt raus. Und Comeback. Jawohl. Nein, ich hab's verkackt. Das ist aber neu hier.
dass man dreimal drücken muss. Das habe ich bei meinem Typ nicht in der Karriere. Toll. Nein. Oh, die zwei Damen vom Grill hier. Auch wieder im Ring. So, mal hier die Naya retten. So. Was macht die denn, Mann? And his heartless attack continues. Oh man, this is getting tough to watch. Back inside the ring now. Did you see that goal? Scheiße. Outside the ring. I hope she's okay. The ring may not be big enough for what's about to unfold here. Are you kidding me? This entire arena may not be big enough. The back of her head took most of the punishment from that. Kommen wir denn? Ich weiß gar nicht, was die für Signature hat. There must be serious injuries. No kidding, this is gonna need some serious medical attention. Nein. You don't want to get in this diva's way. Hey, that's how you do it. Well, look out. She missed her target. Jawohl. Yeah, I guess you could say she was. Scheiße. Hey, bleib hier, Naya. Mann. That wild strike found nothing but empty air. Und jetzt, wo ich die Chance hätte. Man, that's what you call swinging for the fences. Sind die alle draußen? Dann komm, Charlotte, komm wir her. Feuerball müssen hier drin. Hey, hoch die Ende Wochenende. So, Sascha kommt anscheinend in den Ring zurück. Oh, die Dings auch. The ring may not be big enough for what's about to unfold here. Are you kidding me? This entire arena may not be big enough. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Und Bailey to Bailey? Das könnte die Entscheidung sein. Weil die hat schon einen. I think this thing's over. Two. Nee, die kickt aus, hat immer einen Finisher benutzt. This match has taken so much out of her. Charlotte is getting ready. Oh, Charlotte mit dem Spear. Nein! Nein, ich bin K.O. Alter, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's interessant, ich kann grad nichts machen. Oh oh. Oh oh, Nia Jax, ne? Sascha? So, probieren wir, ob das die Entscheidung ist. Nee, kommt raus. Das Match ist aber schon mal ein bisschen interessanter als das, was wir davor hatten. Was ist denn der los? Oh oh. Scheiße, zu spät. Nein, sie rollt sich raus. Oh, jetzt geht hier der Kampf ab zwischen den zwei mit den gespeicherten Finishern. Beide 39%, nee, um die 30, 39, 33. Müssen uns ein bisschen erholen hier. Sascha ist wieder da, mit dem Finisher. Haupt mal, da passiert jetzt noch kein Pin. Van muss ich abstauben. So, Sascha. Jetzt könnte es kritisch werden. Charlotte nutzt auch noch nicht den Finisher, aber wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Oh, Signature. Oh, kriegen wir das hin? Erneut der Belly to Belly gegen Sascha.
Naya ist noch am Ende. Nee, sie kickt aus. Das gibt's nicht. Und jetzt kommt noch Naya. Zeigt aber auch noch nicht den Finisher. Alter! Nein! Hier raus. Und wieder rein. Scheiße, Mann. Nein! Naja, ich werd gepinnt. Ah, ich komme raus. Easy. Alter, die Charlotte hat zwei Finisher. Oh, Scheiße. Nein! Pass auf da! Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Aber eigentlich die Charlotte müsste rauskommen, wenn die zwei Finisher hat. Dann wird die einen gespeicherten benutzen. Steh auf, Mann! Charlotte! Oh, Alter. Das denn hier? Nein, was mache ich? Nein! Mädels, draußen, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Oh, die will gar nichts von mir, sehr schön. Ah. Scheiße, Mann. Stay down. Stay down. Oh oh. Ich glaube, die hat einen Finisher benutzt. Nein. Fräulein. Ja, genau. Benutzt Finisher, mach nichts gegen mich weiter. Das ist wieder der Realismus in dem Spiel. Ja, Alter, habt ihr das gesehen, was die Naya gemacht hat? Krass. Die ist ja auch so beweglich hier, echt hier wie der 1-2-3-Kid. Naja, mach doch was. Was denn jetzt? Warum unterbricht die das? Na komm, hier, wenn die da liegt, dann probieren wir das. Ey, Mann. Nein. Ich krieg nur auf die Fresse hier gerade. Ja, da komme ich noch easy raus. Heftiges Match. Wahrscheinlich über eins der Matches, die kaum geguckt werden. Das wird hier zum heftigsten. Oh, jetzt kommt was Krasses, so wie es aussieht. Hände hoch hier, hoch die Hände, Wochenende. Ich muss die Sascha direkt schnappen. Ladies and gentlemen, this one-on-one match is for the championship. Do not change the channel. Do not go to the fridge. Text your friends. We may be witnessing history here. Nein, Rope Break. So was gibt's hier? Ist ja scheiße. Now back to the ring. And the strike lands. She is such a professional. She knows exactly what she's doing in there. She's looking for it again. So. Komm, probieren wir. Komm, zähl. Eins, zwei. Nein! Nein, die scheiß Charlotte, Alter. Die scheiß Charlotte. Zu früh. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das ist nicht gut. Boah, jawoll. Hau sie um. Wo liege ich denn? Hallo, ich sehe mich nicht. Jetzt könnte es kritisch werden, wenn die Charlotte... Ja, komm, ich chill noch ein bisschen draußen. Das wird die Sascha ja wohl da schon regeln. Heftiges Match. Oh, der Spear wird gekontert. So, Bailey ist gleich wieder am Stiefel da. Oh,
She slaps on the submission. Will this be it? Look at that. She nailed her. Now that's how you land a well-placed strike on your opponent. Yeah, so, Charlotte raus. Look out. There she goes. Oh no, and that was not a good landing. Nia raus. Und das sieht gut. Nein, scheiße, Mann! Sagen, das sieht gut aus. Nein, Mann. Oh, Aufgabegriff, das ist nicht gut. Charlotte, hilf mir. Mann. Ey, Alter, wie lange soll das Match noch gehen? Ich bin schon wieder draußen. Mann, die blöde Charlotte, ey. Das wäre schon längst rum. So, Sascha räumt jetzt auf. Warum geht die denn hinterher, anstatt die Nia zu attackieren? Mann. So, Charlotte ist wieder im Ring. Sascha ist auch wieder im Ring. Wirf die raus, Mann. Und, das ist die Chance. Nein! Belly to belly. Komm. Das ist es! Bailey! Alter, was hat die für Zuckung? Bailey verteidigt den Titel, aber krasses Match. Wie lange, ey, hätte ich nie gedacht. Ich dachte so Kategorie fast wie das erste Damensmatch. Damenmatch, Damens. Da ist Sascha ausgekickt. Alter, wie viel Finisher ich verteidigt habe. Da war er. Schade, dass man das da vorne mehr gesehen hat, weil der Roll-In war auch ganz cool. Und da kommt Sascha zu spät. Ja. Yeah. Glaube ich aber trotzdem nicht, dass das passiert bei WrestleMania. Aber wenn das Match so wird vom Unterhaltungsgehalt, wäre schon krass. Jo Leute, und ich würde sagen, als nächstes nach diesem Match kommen wir zur Andre the Giant Memorial Battle Royale, wo einige dran teilnehmen werden. Die wird zum Beispiel nicht auf der Matchcard in Einzelmatches sehen. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder rein. Und ich hoffe natürlich, dass das Match auch genauso spannend wird wie dieses. Aber ich habe eben bei diesen Battle Royals immer ein bisschen Angst, weil ich da ja, wie gesagt, nicht so schlecht bin. Also, wie gesagt, wenn euch dieses Match gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, einfach mal ein Abo hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Ich bin jetzt raus und hoffe, ihr seid beim nächsten Match wieder mit dabei. Bis dahin, ciao und macht's gut.